Hast du dir schon immer gedacht, was ist denn Astrologie eigentlich genau? Wo kommt es her? Was bringt es mir? Was hilft es mir in meinem Leben? Wenn ja, dann bist du hier richtig bei der neuen Folge der Woche. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin die Glücksexpertin und Leichtigkeitsexpertin, weil ich will, dass es immer leicht ist für alle. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Herzlich willkommen bei der Woche der Folge. Heute geht es um Astrologie und ihre Mythen und oder die Mystik eigentlich ist das bessere Wort. Und ich begrüße recht herzlich Alexander von Schlieffen oder Graf von Schlieffen, könnte man auch sagen. Kann man alles sagen. Man kann auch nur Alexander Schlieffen sagen. Man kann auch nur Alexander sagen. Das Es gibt geht also ja viele Varianten. noch. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung. Ja, es war mir eine große Freude, dass du zugesagt hast, weil Astrologie kennt jeder, also jeder kennt ein Horoskop zum Beispiel oder auch sein Sternzeichen, welche Bedeutung sein Sternzeichen hat, keine Ahnung. Aber keiner kennt die richtige Bedeutung eigentlich von dem Ganzen. Kannst du da uns näher was erklären? Die Astrologie ist die Beschäftigung mit unserem Sonnensystem. Und die Voraussetzung dafür, dass man sich für Astrologie interessiert, ist, dass man ein organisches, ein, ich sage jetzt mal, ganzheitliches Empfinden für das Leben hat. Das heißt also, wenn ich jetzt mir den Ellbogen anhaue und dann habe ich ein Aua, dann gehe ich zum Onkel Doktor und dann geht der, guckt sich meinen Ellbogen an, repariert den Ellbogen und dann war es das. Das ist eine Geschichte. Wenn ich mich frage, was heißt das? Was bedeutet das, dass ich mir zu diesem Zeitpunkt den Ellbogen so anhaue, dass ich zum Onkel Doktor muss? Dann binde ich das kleine Lokale in einen größeren Sinnzusammenhang ein. Und das würde bedeuten, die Dinge, die mir widerfahren, die haben etwas mit meinem Leben zu tun. Die spiegeln mir auch etwas. Also das heißt, ich marschiere nicht nur kausallogisch durch das Leben und sagt, da drüben ist ein Stein und ich habe damit nichts zu tun. Hauptsache, ich komme dran vorbei. Also ein mechanisches Empfinden und Denken, sondern ich sehe, dass die Dinge miteinander in Beziehung, in Verbindung stehen. Das Lustigste daran finde ich immer, dass man sich fragen kann, jeder Mensch hat andere Begegnungen. Jeder Mensch begegnet anderen Menschen im Laufe seines Lebens. Und in den Begegnungen kann man auch einen Spiegel sehen. Warum begegnen mir diese und jene Menschen? Und warum begegnen dir diese und jene und mir die anderen Menschen? Und was hat das miteinander zu tun? Und so kann man sagen, der Bezug fängt an, wie der Körper aufeinander mit meiner Seele, meinem Geist, meinem Gemüt, mit allem in Verbindung steht, so auch meine Umwelt mit mir. Dann kann man sagen, warum bin ich ausgerechnet in diesem Stück Land auf die Welt gekommen? Warum bin ich in dieser Kultur auf die Welt gekommen? Zum Beispiel könnte das ja sein, dass es eine Kultur ist, die mir von Hause aus gar nicht so irrsinnig zusagt. Was will mir das sagen? Was bedeutet das, wenn ich dann andere Kulturen kenne, die mir vielleicht viel mehr entsprechen? Und so kann man sagen, also es gibt immer größere Kreise, mit denen wir in Beziehung stehen. Stadt, Land, Fluss, Kontinent. Der Planet. Dann ist es so, dass jedes Zeitmaß, in dem wir uns befinden, wird bestimmt durch die Drehung von Planeten, durch nichts anderes. Also der Tag ist eine Drehung der Erde um die eigene Achse. Der Monat ist die Bewegung des Mondes um sich selbst und um die Erde. Eine Saison, wie sagt man das, eine Jahreszeit ist ein Viertel der Bewegung dieser beiden um die Sonne. Ach ja, genau. Und dann haben wir diese Zyklen, die wir im Kleinen haben, die Zeiteinheiten, die Zeitmaße, die haben wir im Großen auch. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, der Mond braucht 4 mal 7 Tage, um einmal komplett um die Erde zu wandern. Der Planet Saturn braucht 4 mal 7 Jahre, um einmal um die Erde und die Sonne zu wandern. Die Erde braucht 12 Monate, also 12 Mondtage, um einmal um die Sonne zu wandern. Der Jupiter braucht 12 Jahre, um einmal drumherum zu wandern. Es gibt also eine Zyklenanalogie von etwas, was im Kleinen passiert, was sich im Großen wiederholt.
Ach du, genau, 7 und 12, jetzt habe ich es verstanden. Genau, die 7 und die 12 sind die, also 7 und 3, respektive 12 und 28 sind die Ja. Hauptrhythmen der Astrologie, also Okay. des Lebens. Die Astrologie ist keine von den Menschen erfundene abstrakte Lebenskunde, sondern basiert ausschließlich auf der jahrtausendelangen Beobachtung der planetarischen Zyklen und der Analogien zwischen dem, was man am Himmel beobachten kann und was auf der Erde geschieht. Der weibliche Zyklus, das beste Beispiel, Absolut. ist analog zum Mondzyklus. Richtig. Und der Saturnzyklus, der der Mondzyklus in Tagen, in Jahre hochgerechnet ist, ist der Lebenszyklus. Okay. Alle 7 Jahre gibt es eine Prüfung, ein Umschwenken, ein Nachkorrigieren, das verflixte siebte Jahr, wie man so schön sagt. Und mit 28, 29 Jahren wird der Mensch aus der astrologischen Perspektive überhaupt erst erwachsen. Dann steigt er in die 28, 29 Jahre, in die zweiten ein, zwischen Ende 20 und Ende 50. Da geht es darum, sich eine eigene Existenz im Kontext der soziokulturellen Umwelt aufzubauen. Und danach kommt der dritte Lebenskreis. Ab 50. Ab Ende 50, Ab nicht ab Ende 50, 50. ab Ende 50. Und so kann man sagen, dass das Leben sich in diesen Zyklen entfaltet. Wir kommen aber aus einer materialistischen Epoche, worüber wir gleich noch reden, in der das Zyklische die Menschen nicht mehr interessiert hat, weil das Mechanische, nur das Funktionieren nach vorne hin, schneller, höher, weiter, linear, Genau. männlich, maskulin, Ja. das Denken und das Empfinden bestimmt haben. Das heißt, das Zyklische haben wir vernachlässigt in uns und in der Welt. Und jetzt haben wir den Salat oder wir haben bald Richtig. keinen Salat mehr. Ja, genau, richtig. Also ich habe das schon oft erklärt in meiner Arbeit. Da geht es um Spiritualität, um medial, um Schwingungsenergie, dass die Sachen, die uns passieren, dass die damit zu tun haben, ja, wo ich geboren werde, dass ich mir das ausgesucht habe. Aber jetzt kommst du mit dem Astrologischen daher. Wie verbinde ich das? Über das Zyklische. Über das Zyklische. Über Also das wenn ich mir Zyklische. den Ellbogen stoße, Ja. dann kann ich das astrologisch erklären. Ja, dann gucke ich mir an, habe ich gerade einen Mars-Transit, also habe ich gerade eine Konstellation, eine Auslösung von meinem Mars, wo bin ich zu sehr mit dem Ellbogen durch die Ja. Welt gegangen und war vielleicht unachtsam und habe meine eigene Energie überschätzt. Zum Beispiel. Also auch Das, damit hängt es zusammen, ja, na klar. wie der Tag gerade verläuft. Okay. Wie der Tag verläuft und die Konstellationen zeigen ja nur an, welche Themen gerade im Raum sind. Und die Themen fordern uns natürlich aus, dass wir darauf eingehen. Und wenn wir nicht darauf eingehen, dann sagen Sie Grüß Gott, wir hätten gern einen kleinen Tribut. Bitte beachte mich. Ja, okay. Also das verstehe ich. Also ich habe ja bis jetzt immer nur mit Horoskopen zu tun gehabt. Ich weiß, diese Woche ist der Krebs in so und so und der macht so und so, aber ich habe das noch nie so einzeln betrachtet. Ja, im Einzelnen spielt vor allen Dingen die Geburtszeit eine ganz wichtige Rolle, weil Ja. ein Horoskop ist das Abbild eines Geburtsaugenblickes an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Stunde. Du könntest unter Umständen mit vielen Menschen auf der Welt am gleichen Tag geboren sein, Richtig. aber zu einer anderen Uhrzeit, zu einem anderen Ort und dadurch verrücken sich die Konstellationen bezogen auf die Erde. Ja. Daraus berechnet sich dein individueller Aszendent. Richtig. Und das Genau, ist da ja, muss ich schnell was fragen. bitte. Ich habe gehört, dass der Aszendent ab ungefähr 35 mehr Wert hat als das Sternzeichen. Stimmt das? Hast du da, weißt du es auch? Nee, das sind so standardisierte Okay. Denkschablonen und Floskeln, die in der Okay. Astrologie kursieren. Das kann so sein, aber entscheidend ist, der Aszendent sagt den persönlichen, symbolisiert den persönlichen Lebensauftrag, den man hat. Also der Grund, warum man auf die Welt kommt und was man in die Welt bringen soll. Okay. Jetzt kommt aber dazu, dass man, und an dem Punkt ist dieser Satz jetzt nicht ganz verkehrt, aber er steht immer nur so isoliert da, Okay. dass man natürlich manchmal länger braucht, um zu kapieren, was für einen Auftrag man hat. Und Okay. dass man, wenn man astrologisch gesehen erst mit 28, 29 erwachsen wird, Ja. vermutlich erst ab dem Zeitalter einen moderaten Umgang mit seinem Lebensauftrag finden kann und dann ab 35 und 42 immer tiefer da reinkommt. Man wächst immer mehr in sein Spannend. Horoskop rein. Spannend. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Aszendenten und dem Sternzeichen? Der Aszendent sagt, das ist dein Auftrag, so wie bei James Bond. Die neue Folge, was ist dein Job? Was ist dein Task, sagen die Das auf Englisch. kann ich mir merken. Okay. Kann man sich gut merken. Ja, sehr gut. Und jeden Auftrag, den James Bond hat, ist unterschiedlich. Ja. Mit anderen Leuten, mit unterschiedlichen Ländern, mit anderen Situationen.
Aber er, der das ausführt, ist immer derselbe. Und das ist das Sternzeichen, das Tierkreiszeichen. Also die Sonne, wie die Sonne stand beim Tage der Geburt zum Gruße der Planeten. Das ist das sogenannte Tierkreiszeichen. Und das sagt, wie setze ich das Thema meines Auftrags um? Das ist ganz einfach. Das ist ja super erklärt. Das kann ich mir gut merken. Ja, es ist simpel, weil es auch so simpel ist. Ja, okay. Okay, sprechen wir mal über das restliche Jahr. Wir machen jetzt diese Folge, ja, die kommt im Oktober raus. Wie ist denn und was können wir von dem restlichen Jahr erwarten? Was gibt es da von dir? Erstmal ist es am besten gar nichts zu erwarten, weil erwarten ist immer verkehrt, weil erwarten heißt, ich habe eine Vorstellung und dann ist das schon vorplaniert, die Geschichte, und da soll sich nur noch abspulen. Das ist so wie, ich habe was bestellt und dann soll das kommen und dann erwarte ich das. Und so ist die Astrologie nicht zu begreifen. Wir müssen gegenwärtig, was ja leider bei vielen, bei dieser Musikantenstadel-Astrologie nicht so betrachtet wird, wir können das alles nicht so momentan nur auf die Monate runterbrechen. Ah. Weil wir uns astrologisch in einem gigantischen Epochenwandel befinden. Ja, genau. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau, dann kommt genau. Das jetzt gleich. Aha. Ja, ich muss es ein bisschen umdrehen. Ja, genau. Also der Epochenwandel, der hat 2020 begonnen. Jetzt sagen natürlich alle, ja, natürlich wegen Corona, oder? Nein, nicht. Corona war 2019. Genau, aber Corona ist auch keine Ursache, wie die meisten Leute denken, sondern ist eine Art Lackmuspapier im Epochenwandel. Also ist eine Art Agent, den Epochenwandel einzuleiten. Okay. Und 2020 haben 3 bis 4 große Zyklen, sind an ein Ende gekommen. Und das passiert unfassbar selten. Okay. Weil die Planeten, die laufen so langsam, Saturn, Uranus, Neptun, die sind so unglaublich langsam, dass die nur ganz lange brauchen, um überhaupt zusammen an einem Punkt am Himmel für uns sichtbar zu sein. Ja, einmal im Jahrhundert oder? So in nicht ganz so, es kann auch mal 20 Jahre sein oder 48 Jahre, aber das passiert dann halt ein paar Mal nur pro Jahrhundert. Ja, und das genau. Innerhalb von einem Jahr. Nicht nur einer, sondern auch noch ein zweiter und auch noch ein dritter und dann auch auf eine andere Art auch noch ein vierter. Okay. Das ist mega. Das war außergewöhnlich, okay. Das ist ungewöhnlich und das bedeutet, es geht um eine komplette Neujustierung aller Beziehungen zum Leben. Gott sei Dank. Das sagt man jetzt, genau. Und dann würde ich vielleicht ganz kurz erklären, dass wir der größte dieser Zyklen, ich will jetzt, wir haben es ja auch hier mit keinem Fachpublikum zu tun, also das als Grundverständnis, der heißt... Der alte König geht und der neue König kommt. So wurde der immer schon genannt. Das ist Jupiter, sind die Planeten Jupiter und Saturn. Es gibt die Geschichte, dass der Stern von Bethlehem, auch so eine ganz relevante Jupiter-Saturn, der neue König wird geboren, der alte König geht. Und dieser Zyklus findet immer für 200 Jahre in einem Element statt. Wir haben die Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser. Ja. Feuer ist die Antriebskraft, die Begeisterung, der Lebenselan. Erde ist das Materielle, das Pragmatische. Luft ist die Kommunikation und die Abstraktion, die Betrachtung der Dinge aus der Vogelperspektive. Und Wasser ist das emotional Verbindende. Und von 1802 bis 2020 hatten wir eine sogenannte Erdepoche, ein Königreich der Erde. Das Verbindende, okay. Und das Verbindende war, nein, Erde, nicht Wasser. Ach so, verbinden ist Wasser. Genau. Erde ist Materie. Materie. Also das Materielle, das alles auf Basis des materiell Erklärbaren. Das mechanische Denken, industrielle Revolution, die unglaublichen technischen und medizinischen Entwicklungen. Bis hin zu dem Höhepunkt der Perversion, mithilfe dieser technischen Entwicklung den ganzen Planeten vernichten zu können. Genau. Ja? Ja. Aber alles basierend auf dem Kausalen, also Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Ja. Und ich habe in meinem Buch geschrieben, es gibt das Thema der Lufthoheit der Zahl, also der Wert der Zahl, der quantitative Wert der Zahl, entschied in dieser Epoche über die Wirklichkeitsanteile. Also alles, was messbar war, naturwissenschaftlich messbar und durch Statistiken bewertbar war, gehörte zur Wirklichkeit. Alles, was nicht auf dieser Ebene messbar war, was manchmal viel, viel mehr im Leben ist als das Messbare, flog raus, war nicht in Mode, war nicht angesagt. Der zweite Zahlenwert, der natürlich in einer materialistischen Epoche von höchstem Wert ist, sind die Bilanzen, die ökonomischen Bilanzen. Also die Ökonomie und die Naturwissenschaft haben Hand in Hand gearbeitet. Ausdruck davon ist die Pharmaindustrie und ihre Lobby, wo sich Ökonomie und Naturwissenschaft die Hand geben und ein gemeinsames System entwickeln oder entwickelt haben und so weiter.
Und diese Epoche ist 2020 zum Ende gekommen und es hat eine Epoche der Lüfte angefangen, also ein Genau. Königreich der Luft für 200 Jahre. Aus der, was hast du gesagt, Vogelperspektive. Genau, aus der Vogelperspektive. Was passiert? Aus dem Erdreich kommt ein Virus und setzt sich auf die Lunge und nimmt uns die Luft zum Atmen. Luftzeitalter. Die Einleitung der Luftepoche durch einen Virus, der aus der Erde kommt und sich uns die Luft nimmt und also uns dazu zwingt, anders umzugehen mit den Dingen. Gleichzeitig gehört zur Erdepoche auch, weil in der Erdepoche auch das Patriarchat so dominant war. Die Zigarre rauchenden weißhaarigen Herren mit ihren goldknopfbestimmten Zweireihern und mit ihren tollen Autos und alles ist großartig und Golfplatz und diese ganzen Nummern. Also eine Mischung aus linearem Denken und patriarchalem Denken, also unfassbar einseitig. Hat natürlich dazu geführt, dass man vor dem Zyklischen gar keinen Respekt mehr hatte. Nein. Also auch die Ausbeutung der Erde. Und die Mutter Erde, das weibliche Prinzip der Erde, was also von den Herren der Schöpfung missachtet und getreten wurde, genauso wie das Schönheitsideal der Frauen in dieser Zeit, Barbie-Puppen und Botox-Mäuse, geschunden wurde, das meldet sich jetzt zurück. Mutter Erde schreit auf und spuckt und sagt, ihr könnt sie euch an uns, an mir nicht bedienen wie an einem Kühlschrank im Supermarkt. Das heißt, die Klimaprobleme sind die Konsequenz der Erdepoche. Natürlich die immer noch teilweise am Ruder seienden Chefs der Erdepoche verneinen das natürlich und sagen, das ist alles nicht so schlimm. Aber wir kommen nicht umhin, die Erde wird immer lauter. Und das andere Interessante ist, dass die Klimaprobleme uns dazu bringen, dass wir miteinander kooperieren müssen. Weil die Klimakrise kann nicht einer oder eine Gruppe. Da müssen alle Menschen mitmachen. Und auch das ist eine Einführung in die Luftepoche, in der es um Kooperation statt Konkurrenz geht. Da freue ich mich aber sehr. Also miteinander, nicht gegeneinander. Ja. Die Frage ist, was kann man gemeinsam bewirken und nicht, ich habe mehr auf meinem Konto und bin besser als du. So, das war das Denken der Erdepoche, jetzt mal Eben. vereinfacht gesagt. Ja, genau, Es geht genau. auch nicht darum zu sagen, dass die Erdepoche bekloppt war. Die hat großartige Dinge hervorgebracht, aber Genau. sie ist natürlich in eine absolute Sackgasse geraten, dieses Denken. Ja. Man hätte das Denken einfach für andere Sachen hernehmen können. Es Oder wäre sein können. sinnvoll gewesen, wenn in Ja. der Epoche das Weibliche schon stärker gewesen wäre, das Ja, wir haben es Ausgleichende. versucht. Ihr Wir habt haben es es versucht, versucht. wir waren Ja. zu klein. Ihr wart nie zu klein, ihr seid zu groß für die Männer, deswegen haben die Männer Angst vor euch, Natürlich. deswegen unterdrücken die Männer euch. Ja, genau. Richtig. Nicht, weil ihr Aber zu wir sind klein ja schon seid. im Aufmarsch, finde ich. Sowieso, aber die Männer müssen mitmachen, müssen gemeinsam marschieren. Ja, ich sage immer, wir Frauen arbeiten eigentlich, also wir sind ja nicht mehr die Emanzen, so wie waren es in den 90ern. Wir sind ja jetzt die, also ich bin ja eine Vertreterin von Gleichberechtigung. Und wenn ich den Mann gleichberechtigt behandle und auch Gleichberechtigung fordere, dann ist er ja nicht mehr, hat er ja keine Angst mehr vor mir. Also so sehe ich das. Nein, wir Männer haben immer Angst vor Frauen. Warum? Das, weil ihr uns auf die Welt bringt. Ihr habt letztendlich die größere Macht über das Leben Ja, als immer wir. schon, das weiß ich. Und daher darf man das ruhig sagen. Ist ja auch nicht schlimm. Ich habe ja keine Angst davor, dass ich Angst vor euch habe. Ja, genau, eben. So ist, und das meine ich Gleichberechtigung. damit, genau. Das meine ich damit, mit Augenhöhe, weißt du? Du hast Respekt vielleicht, keine Angst. Ich habe Respekt. Ja, Genau. genauso haben wir Respekt vor den Männern, weil die können Sachen, die wir nicht können. Genau, ja, sowieso. Aber das Schöne wäre ja darin, in der sogenannten Gleichberechtigung die Unterschiedlichkeiten zu respektieren und zu Richtig. kultivieren, anstatt alles über einen Kamm zu scheren. Und wenn man sich zum Genau. Beispiel die meisten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen anschaut mit ihren Anzügen und ihren Ja. Männerstimmen und ihren burschikosen Auftritt, dann ist das noch keine Gleichberechtigung, sondern eine Quotenregelung vermutlich. Ja, gut. Da können wir jetzt, glaube ich, stundenlang reden. Über dieses Thema können wir auch in Zeitungen, auch überall, eigentlich überall. Also du Ja, hast ein Buch darüber geschrieben. Zeig uns das genau. Buch mal. Zeig mal her. Genau, das gibt es als Buch, als Printversion. Seht ihr? Das astrologische Luftzeitalter Genau. Gibt es auch als Hörbuch, hast du gesagt? gibt es auch als Hörbuch mit Kati Kleff zusammen, mit der ich auch den Podcast Astropod mache. Genau, wollte ich Das eigentlich noch Buch sagen. ist 2021 erschienen.
Und da ich auch in den Jahren davor immer also astrologische Hörbücher gemacht habe, war die Idee, auch dieses Buch zum Hörbuch zu machen. Weil es gibt Leute, die lesen lieber. Ja, stimmt. Manche hören lieber. Manche hören lieber, aber ich finde die Kombi im Grunde genommen ganz gut, weil ich das Hörbuch nach dem Buchschreiben aufgenommen habe. Mhm. Das Hörbuch zum Hören und das Buch zum Nachschlagen. Weil Ja, man schlägt in einem Hörbuch nicht nach. Das kann man richtig, richtig. Genau so ist es. So geht es mir immer, genau. Wir schwenken ganz, ganz kurz, bis wir zum Buch zurückkommen. Du machst freitags immer mit deinem Podcast, der ja sehr beliebt und sehr berühmt schon ist, machst du, also der heißt Astropod. Du siehst auch den Link unter dieser Folge, damit du den verfolgen kannst in Zukunft. Und auch natürlich die Website von Alexander bekommst du natürlich auch. In diesem Astropod-Podcast sprichst du jeden Freitag mit Kathi Kleff. Die kennen viele, vor allem hier in Bayern, kennen die viele von Antenne Bayern. Und da sprecht ihr immer über die Wochenkonstellationen der Sterne, oder? Ja. Und natürlich auch sonstige Themen, ich weiß. Genau. Genau. Nur damit du es mal gehört hast, lieber Zuhörer, lieber Zuseher oder liebe Zuhörerin, liebe Zuseherin, dass da noch mehr gibt von Alexander. Okay, Alexander, wir sind jetzt in dem Luftzeitalter. Ja. Wir sollten mehr zusammenarbeiten, wir sollten mehr kooperieren und nicht immer so auf die Wissenschaft gehen. Na, die Wissenschaft ist fantastisch, aber sie ist nur zur Optimierung der mechanischen Vorgänge da. Für ja, nichts anderes. ja, ich verstehe dich. Die Optimierung der mechanischen Vorgänge hat mit Sinnfragen nichts zu tun. Und daher geht es nicht darum, die Naturwissenschaft aus dem Feld zu schicken. Also Feld meine ich jetzt nicht im Sinne, wie viele das Feld gerade so spirituell meinen. Ich meine jetzt ganz vom Acker zu jagen. Sondern ihr den Platz zu geben, der ihr gebührt. Und ihr die Lufthoheit über jegliche Form von Wirklichkeitsdeutung charmant wieder zu entziehen. Weil damit ist sie nicht nur selber überfordert. Vor allen Dingen ist diese Art der Deutung viel zu eindimensional für das, was wir an komplexer Wirklichkeit haben. Richtig, richtig. Kommen in den nächsten Monaten irgendwelche speziellen Sachen auf uns zu, damit wir wissen, was wir erwarten können? Schon wieder Erwartung. Die Erwartung kannst du knicken. Wir sind, ein solcher Epochenwandel dauert ein paar Jahre. Der geht nicht von heute auf morgen. Das ist nicht, wie man im Erdreich gelernt hat. Wenn du was verändern willst, machst du eine andere Birne rein und machst einen Lichtschalter an, dann ist es da. Das ist zyklisch. Das ist so wie der Übergang vom Winter zum Frühling. Das ist ja auch nicht am 21. März. Dusch. Ja, genau. Da geht es zwar oft los mit den ersten Krokussen und diesen Geschichten, aber das sind Wochen, die sich das manchmal schon vorher ankündigen. Wochen danach, manchmal dauert es nochmal 2 Wochen länger. Da kann man ja nicht sagen, ich habe auf die Uhr geschaut, warum ist der Frühling noch nicht da? Der lässt sich, das ist der Zyklus. Und so dauert so ein Epochenwandel auch länger. Der dauert ein paar Jahre und bis 2026 wird alles Alte dekonstruiert. Die alten Strukturen werden umgebaut und wir erleben das ja massivst in der Welt. Wir erleben vor allen Dingen, wie sich die Erdreich-Ideologen festhalten und aufbäumen und ihren Untergang nicht eingestehen wollen. Und mit aller Gewalt an territorialen, fundamentalistischen oder wie auch immer gearteten, also limitierten Betrachtungsweisen. Man kann sagen, dem Luftzeitalter würde eine homogene Welt sich nicht entsprechen. Also Fundamentalisten, Rechtspopulisten, diese ganzen Geschichten, das ist Erdreich. Mein Revier gehört zu mir, das ist fremd, das will ich nicht. Und solche Geschichten, das passt nicht in die Luftepoche. Luft ist die Vielfalt als Inspirationsquelle und nicht als Angstquelle zu begreifen. Aber diese Jahre sind wir mitten im Umbruch. Das hat letztes Jahr natürlich angefangen mit einer die Fundamente erschütternden Konstellation. Und dieses Jahr bis Anfang nächstes Jahr haben wir, ich nenne das, ich habe das schon in meinem Buch so genannt, eine Stasi-Konstellation. Okay. Das ist deswegen interessant, weil Putin ja bei der russischen Version des Stasi war, beim KGB. Und auch mit dem Stasi zu tun hatte, natürlich in Deutschland. Und zwar haben wir unterscheiden in der Astrologie zwischen schnell laufenden Planeten, Sonne, Mond, Merkur, und den langsamen Saturn, der braucht 28 Jahre. Pluto, der braucht über 200 Jahre und so weiter und so fort, bis die einmal rumgelaufen sind. Und man kann sagen, dass die langsamen Planeten, die geben die großen Themen vor in einer Zeit. Und die schnellen Planeten, was in der Zeitung immer steht, die brechen das ins Alltagsgeschehen runter. Die Horoskope meinst du? Genau, also und
Genau, die Horoskope sind meistens nur über die schnellen Sachen so Ja, geschrieben. genau. Aber in Wirklichkeit kann man sagen, das, was in einem Monat, wir sind ja jetzt so Waage, erst hatten wir Jungfrau, dann Waage, dann kommt Skorpionzeit. Dann kann man sagen, die Bedeutung der Waage heißt, dass die großen Themen der Welt über das Thema Waage, nämlich Beziehungsvorstellungen, was für Vorstellungen haben wir von Beziehungen, von was für eine Beziehung ist ausgeglichen, was für eine ist nicht ausgeglichen. In den Beziehungen, und das sind dann nicht nur zwischen Männlein und Weiblein oder Katze und Hund, sondern auch zwischen den verschiedenen kulturellen und politischen Blöcken, die Beziehungen reflektiert werden müssen. Und in der Folgephase Skorpion geht es um die Bindungen als Folge der Begegnung. Also, wie verändere ich eine Bindung? Ja. Kommt eine Bindung zum Ende? Möchte sie vertieft werden? Beginnt eine neue Bindung? Das heißt also, jetzt zum Beispiel im Herbst geht es über das Thema Beziehung, zeigen sich die globalen Themen. Das Thema Beziehung spielt. Also man könnte dann sehen, dass wir in der Welt gerade beobachten, dass es permanent um eine Veränderung der Beziehung der verschiedenen Länder zu dem Geschehen Ja. geht. Und die langsamen Planeten befinden sich dieses und nächstes Jahr in fünf aufeinanderfolgenden Zeichen. Wir haben ja 12 Zeichen. Wir haben also einen Tierkreis mit 12 Zeichen. Das heißt, die können eigentlich überall stehen. Richtig. Aber die stehen jetzt in fünf aufeinanderfolgenden Zeichen. Nacheinander. Nacheinander. Okay. Steinbock, Wassermann, Fisch, Widder und Stier. Stier wird sonst Stier genannt, aber da der Stier stur ist, sage ich Stier. Und das Schöne Kenne ich, daran, habe ich in der Familie. das ist gut. Und das bedeutet aber, diese fünf langsamen Planeten, die symbolisieren die fünf großen Themen, die haben alle fünf unterschiedliche Richtungen. Ja. Ganz unterschiedlich. Das ist so wie fünf unterschiedliche Riesennationen, die alle Ja. eine andere Kultur haben und andere Vorhaben, andere Strategien. Und die sitzen direkt nebeneinander. Das ist so wie, die sitzen in der U-Bahn, nicht der eine in der einen Reihe, der nächste in der nächsten und meinetwegen vielleicht auch gar nicht im gleichen Abteil, sondern die sitzen nebeneinander. Okay, Fünf. was passiert Das dann? heißt, wenn der eine sich nur ein Müh bewegt, kriegen das die anderen sofort mit. Richtig. Und das passiert seit Anfang dieses Jahres. Passiert seit dem Ukraine-Krieg, dass egal wer irgendwo eine Bewegung macht, die anderen sofort nachziehen. Womit niemand Nachziehen. rechnet. Nachziehen. Die reagieren. Nachziehen. Ah ja. Also, der eine denkt, ich kann jetzt hier Dusch machen, Ja. weil ihm nicht klar ist, dass er direkt neben sich jemanden hat, der sofort reagiert. Wenn die auseinandersitzen, zum Beispiel im anderen Abteil, da kann der eine ja sagen, ich mache jetzt hier was und das dauert lange, bis die anderen das überhaupt merken. Genau. Aber in dieser Konstellation merkt es jeder sofort, wenn sich was verändert. Und das geht noch bis in das nächste Jahr rein. Und das kann man in Weltpolitik drastisch beobachten, wie zum Beispiel auch mit der Veränderung in der NATO und wie jedes Moment der politischen Bewegung sofort Resonanzen bei den Nachbarn hat und nicht so wie sonst, dass es erst eine Weile dauert. Und das kannst du auch runterbrechen auf das persönliche Leben. Okay. Dass du also früher hast du gesagt, ich mach mal was und guck mal, was das für eine Folge hat. Und jetzt hast du sofort in Anführungsstrichen die Rechnung für jede Entscheidung, für jede Empfindung, für jede Handlung auf dem Tisch. Oder zumindest eine Reaktion. Das muss ja Eigentlich, nicht glaube ich, ist es negativ. super. Das ist super, weil einem klar wird, was will ich eigentlich wirklich, weil man keine Verschleppungszeiten hat. Genau. Und das wird bis zum Jahresende spiegelt sich das in unseren Beziehungen. Und zwar sowohl, was habe ich für eine Idee von der Beziehung? Für eine Vorstellung von meiner Beziehung, entspricht die Wirklichkeit meiner Vorstellung oder ist die Wirklichkeit vielleicht schöner als meine Vorstellung? Ist ja auch oft so. Dann geht es in der Skorpionphase um die Bindungen und die Bindungsmodalitäten und das sind die Verträge. Welche Bindungen müssten sich vertiefen und welche halten der Situation nicht mehr statt? Ja. Und die Schützephase ist die Phase nach der Perspektive der Beziehung. Was Ah. ist die Zukunft der Beziehung? Wohin Ah. wollen wir gemeinsam gehen? Gibt es eine Zukunft oder gibt es keine? Das heißt also, wir haben eine extreme Zeit, das kann man so sagen, eine intensive Zeit, bei der man aber gar nicht lange fackeln kann mit seinen Entscheidungen, weil es wirklich um sofortige Konsequenzen geht. Und das kann dazu führen, dass wir bis zum Ende des Jahres, das astrologische Jahr fängt ja erst am 21. März an, aber bis zum Ende des kalendarischen Jahres, in unseren Bindungen viele Dinge verändern, auch im konstruktiven Sinne von nachjustieren, nachfestigen oder auch manche Leute des
Hofes verweisen. Genau, wo man sich Von trennen muss. Ackerjahren, genau. Schreibt gerade zufällig ein Buch über Beziehungen. Das ist ja super interessant. Ja, guck, dann schreibst du genau das Richtige zur richtigen Zeit. Richtig, genau. Ich habe es jetzt heute formatiert. Gut, aber du hast es schon zu Ende geschrieben. Ja, ist schon fertig. Sehr gut. Jetzt geht's an den Verlag. Na gut, da hast du die richtige Zeit dafür ausgesucht. Ja, anscheinend. Ich mache das schon, das ganze Jahr habe ich schon, aber jetzt habe ich es endlich fertig. Also das ist eine andere Betrachtung von einer astrologischen Zeitqualität. Das nicht zu sagen, jetzt im Ende Oktober sollte man und so, sondern es wirklich den großen Bogen zu betrachten. Weil es um was Großes geht. Es geht um die Langfristigkeit von Beziehungen. Es geht im Moment nicht nirgendwo um was Kurzfristiges. So ist es ja auch in der Welt. Da geht es nirgendwo um was Kurzfristiges. Da geht es auch darum, dass man sich total verrennen kann. Ja. Und was macht man, wenn man sich total verrennt? Wenn man sich in der Stasi-Situation verrennt, dann kann man nämlich nicht mehr so ohne weiteres zurückrennen. Wie reagiert man? Wie verhält man sich? Welche Konsequenzen zieht man? Kann man überhaupt Konsequenzen ziehen? Man muss sich der Wahrheit stellen, ist die Übersetzung, oder? Das kann man so sagen, wenn man wüsste, was die Wahrheit ist. Ja, genau. Die findet man dann heraus, wenn man den Kopf nicht in den Sand steckt. Zum Beispiel, genau. Ja, das ist ja perfekt für mich. Ist ja mein Leben. Genauso, genau das rede ich immer. Versteckt euch nicht. Haltet euch an die Wahrheit. Schaut genau hin. Da, eigentlich perfekt, dass die Menschen das jetzt, sie werden eigentlich regelrecht gezwungen, könnte man so sagen. Kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, es war ja während der Corona-Zeit schon so, dass die Menschen gezwungen wurden, da sie ja zum Beispiel im Lockdown waren und nicht mehr abgelenkt werden konnten von außen, dass sie gezwungen waren, dass sie näher hinschauen müssen in sich. Ja, aber auch zu gucken, welche Beziehungen haben Substanz, auf wen kann ich mich verlassen? Genau. Wer ist nur so ein Zaungast oder ein Klakör? Ja. Und, und wer ist jemand, noch da? Und wer ist wirklich da, wenn es um was geht? Genau. Das ist sehr wichtig. Dann auch die Überlegung durch die Unmöglichkeit des körperlichen Kontaktes, die Sehnsucht, was das eigentlich bedeutet. Genau. Und vielleicht, wie oberflächlich wir gelebt mit haben. dem gelebt haben im Sinne des Miteinanders, ja. Hinsichtlich der Beziehung oder Bekanntschaften oder Gesellschaft. Ja. Und nicht nur oberflächlich, sondern wir haben das einfach als normal gesehen. Die sind immer da, fertig. Und dann waren sie plötzlich nicht mehr da. Genau. Und dann musste man sich mehr anstrengen. Will ich mit dem Kontakt haben? Will ich nicht? Geht er nur telefonisch, per Videochat, was auch immer? Ja. War super spannend. Also ich hab das eigentlich ehrlich gesagt genossen. Na ich gut. Habe diese Zeit genossen. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Menschen, die das sagen können, aber ich habe es genossen. Ich kann dir aus meiner Erfahrung, meiner astrologischen Arbeit sagen, dass ganz viele das genossen haben. Ah, super. Ich habe nicht viele wegen kennengelernt. Dieser Rückkehr auf die Essenz von Beziehungen. Genau, das meine ich damit. Ja. Ja, für mich war es toll. Also für meine Familie war es super. Wir sind uns noch näher gerückt, das war noch schöner. Genau, und vielleicht sind dafür andere ein bisschen mehr an die Peripherie gerückt, weil sie nicht so sehr zur Substanz dazugehören oder beitragen. Tatsächlich, oder wie du auch hast immer. Recht. Ja, genau. Wenn ich das so zurückwirkend betrachte, tatsächlich. Ja. Wir hätten schon vor einem Jahr sprechen sollen. Super, Alexander, das ist super spannend. 2026 wird sich das alles ein bisschen eingenordet haben. Dann beruhigt es sich und das ist eben wichtig. Das würde ich gerne als kleine Botschaft reinbringen. Ja. Wir haben alle noch nie einen Epochenwandel erlebt. Ja, genau. Niemand. Wir sind komplett in der materialistischen Erdepoche trainiert, ausgebildet, aufgewachsen. Und so weiter, imprägniert. Ist uns in Fleisch und Blut übergegangen, genau. Und das, was alle Leute während der Corona-Anfangsphase sagten, jetzt haben wir eine Krise, die Krise müssen wir beenden, damit es danach wieder weitergeht. Jetzt fangen die Leute schon an zu begreifen, nee, es geht um mehr als eine Krise, die wir beenden müssen. Es geht auch nicht weiter, so wie früher. Genau. Genau. Es geht um eine Neugestaltung und die funktioniert nicht, wenn man so weitermacht wie vorher. Aber das erfordert Geduld. Und dann ist etwas, was ich immer gerne erwähne, im Moment sind die am lautesten, die vor dem Ende stehen. Ja. Weil die gegen den genau. Untergang kämpfen. Ja. Aber diejenigen, die an dem Neuen schon arbeiten, die sind so versunken in ihren Laboratorien, dass man die nicht so mitbekommt. Und deswegen ist es wichtig, wenn man selber das Gefühl hat, da gibt es Themen, die mich in die Zukunft ziehen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll, die Fühler ausstrecken und nach Kooperateuren suchen, die wird es geben, aber wie gesagt, die sind in ihren Laboratorien beschäftigt und haben keine Zeit, draußen mit Fahnen zu demonstrieren, sondern die machen einfach. Ja. Mhm, genau. Genau. Super. Also übersetzt auf einen ganz einfachen Satz runtergebrochen. Es gibt Gleichgesinnte da draußen, sucht sie und findet sie.
Genau, ja. Die, und, aber jeder kann das Gefühl haben, oh shit, ist das, was ich vorhabe, wird das greifen, wenn ich es nur alleine mache? Und natürlich, je mehr Menschen an einer Bewegung beteiligt sind, desto stärker kann die natürlich auch werden. Ja. Und dann gibt es ja wieder das Gesetz der Anziehung, die dann diejenigen, die das Gleiche machen, wieder anziehen. Genau. Also anziehen, könnte man so Ja. sagen. Dann finden die sich auch. Genau. Und dann muss man es auch nicht alleine machen. Super. Sehr, sehr schön, Alexander. Habe ich irgendwas vergessen? Ich wollte so viel. Du bist eigentlich Astrologe und Maler und Jazzmusiker und Autor und Podcaster. Du bist so vieles. Wie kannst du das alles vereinen? Wie schaffst du das alles? Das frage ich mich auch. Auf jeden Fall machst du eine super Arbeit, kann tatsächlich. Dankeschön. Ja, gerne. Also schaut euch auf, oder schauen können wir nicht sagen, hört euch auf jeden Fall den Podcast an von Alexander. Holt euch das Buch als Hörbuch oder als Printversion, wie du möchtest. Und dann frage ich jetzt den Alexander noch den Schlusssatz. Was würdest du den Menschen jetzt empfehlen? Ich weiß, wir haben das eigentlich schon die ganze Zeit jetzt gemacht, aber gibt es irgend so einen speziellen Satz, wo du sagst, ja, den möchte ich gerne noch rausbringen? Ja, den hatte ich eigentlich schon gesagt gerade. Ich Also glaube auch. dieses nicht an dem Alten festhalten, weil es vertraut ist, sondern auch dem Bauch zu trauen, weil die Intuition wird uns flüstern, dass wir insgeheim wissen, dass es um eine komplette neue Gestaltung geht. Und das erfordert mehr Vertrauen als sonst, weil wenn man nur Zeitung liest, Fernsehen guckt, Internet guckt, dann hat man das Gefühl, alles, was ich an schönen, lebensbejahenden Dingen vorhätte, wäre zum Scheitern verurteilt. Ja. Aber dem wird es nicht so sein. Und es braucht immer die Kräfte der Gestaltung des Lebendigen. Perfekt. Man kann sich auch bei dir, fällt mir jetzt gerade noch ein, so ein persönliches Horoskop machen lassen. Das stimmt. Genau. Also, wie gesagt, ihr seht den Link unter dieser Folge verlinkt, damit ihr da drauf klicken könnt und dann schauen könnt, was es beim Alexander noch so gibt. Ich muss allerdings sagen, ich bin sehr weit im Voraus Gut ausgebucht. ausgebucht, das denke ich mir. Ja. Genau, das denke ich mir. Aber wir müssen ja geduldig bleiben, also passt es ja wieder. Stimmt. Okay, super. Vielen Dank, Alexander. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du Danke. diese ganzen Themen mit uns geteilt hast, weil ich glaube jetzt, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich schaue mir das jetzt an und habe von diesem Thema noch nie was gehört und ich bin noch in diesem Hustle-Modus und diesem Angst-Modus, ich muss das noch schaffen und das noch schaffen, dann glaube ich, hilft diese Folge sehr gut, dass man vielleicht sich zurücklehnen kann und erstmal schauen kann, was will ich überhaupt? Möchte ich vielleicht auf meinen Bauch hören und so weiter? Ich glaube, das hilft sehr gut. Also vielen Dank, dass du da warst. Und Danke. dann bekommt ihr einfach noch viele, viele Grüße von mir, deiner Christina und deinem. Alexander. Und ihr kennt meinen Schlusssatz. Sprecht ihn mit, damit wir die Liebe vermehren auf der Erde. Let's spread the love. Love, love, love. I am pure love.